Ah, jetzt geht's wieder. Ah, das ist Kirtwis Feste, wo ich nicht, immer nicht in das Ding da reingekommen bin. Alles klar, alles klar. Aber dann würde ich erstmal hier unten nach Vornberg und die Sachen hier abklappern. Ja, am besten von hier aus. Die Quest kann ich danach immer noch weitermachen. Die läuft mir nicht davon. Dahin wollen wir. Alles klar. Ja, ja, ja. Ist zu überleben. Kann ich das einsammeln? Nö. Okay. Wird heute eine große Runde klettern mit mir und weniger so ein Spielen mit mir. Also ich meine, wir haben ja jetzt schon eigentlich eindrücklich unter Beweis gestellt, dass wir mit dem Bogen umgehen können. Meistens. Ich habe jetzt dann wirklich schon die Schnauze voll von Schnee. Kann keinen Schnee mehr sehen. Ja, ja. Kra, kra. Herrenlose Zuflucht. Ich bin jetzt hier der Herr. Da unten. Warte mal. Das sind die Idioten, die fischen. Die nach dem Schatz dieses Fräuleins suchen. Das muss ich jetzt nicht unbedingt erleben. Da waren wir nämlich schon. Und haben festgestellt, wir können noch nicht so lange oder so gut tauchen, dass wir das jetzt überleben würden. So. Dann markiere ich mir jetzt das hier. Dadurch kommt. Boing. So. Gut, das mit den Kartenmarkierungen funktioniert nicht so einwandfrei, wie ich das gerne hätte, aber ist okay. Oder vielleicht stellt sich jetzt heraus, dass der andere Weg ein bisschen schneller gegangen wäre. Scharfe Kurve! Meint ihr, wir kommen? Da, ich seh's. Das wäre jetzt auch nicht schneller gegangen mit dem Pferd. Glaube ich. Vermute es schwer. Ein bisschen krabbeln. Noch ein bisschen krabbeln. Was, das war ein komisches Klettern. Noch mehr komisches Klettern. Noch mehr komisches Klettern. Gleich geschafft. Nur noch ein bisschen. Oh, guck mal. Schon schön gemacht, ja. Richtige Nordlichter und so. Thank you.
Einfach nur verlassene Hütte? Angesenktes Papier. Diese Einfältigen aus Vornberg sagten, ich sei verrückt, aber sie werden vor Kürtwis Klinge fallen. Mein Hort ist sicher versteckt. Ha! Um den zu bekommen, werden sie durchs Feuer gehen müssen. Alles klar. Lass mal los. Nö. Vielleicht anzünden? Ein Rätsel. Ja. Ich wollte den Pfeil anzünden, nicht mich selbst. Vielleicht da so? Ja, da sind schon so. Alles klar. Wenn ich hier so durch die Spalten gucke, dann sehe ich da schon, dass da so ein Ding ist. Die Frage ist, wie schieße ich das an? Ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich gemacht habe. Aber es hat geklappt. Also ich wusste, es ist was mit Feuer, aber was genau? Echt kein Plan. Ich habe jetzt echt keinen Plan, wie ich das gemacht habe. Noch dahin. Oh, guck mal. Ich verstehe schon, warum die geglaubt haben, das ist der Rand der Welt. Früher. Sühnen, leite mich. Ah, alles klar. Dahin. Ich habe mich jetzt gefragt, ob ich hier hochklettern muss oder ob es unter uns liegt. Aber es sieht so aus, als wäre es auf der anderen Seite des Berges. Da gehen wir jetzt auch mal hin. Mal gucken, was da ist. Nein, 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 nein. Ah. Okay. Der Fallschirm ist eigentlich schon ertragen. Oh, guck mal. Wow.
Hab jetzt nicht so das Gefühl, dass ich mit diesem Ding hier kämpfen möchte. Sieht ein bisschen groß aus. Ich kann ja mal gucken hier. Diese Saat der Riesen muss... Alter! Ich möchte nicht mit dem Blutgipfelhirschen kämpfen. Absolut gar nicht. Nö. Nicht heute. Nein, nein. Kampf für nicht heute. Das ist ein Kampf für Zukunftsberades. Die dann ein anderes Mal dahin geht, sobald sie eine Quest dafür hat oder so. Aber jetzt wissen wir, was da ist. Das ist auch... Ja, dann laufe ich da nicht aus Versehen mitten rein, wenn ich mal was anderes tun möchte oder so. Könnt mal wieder ein bisschen Bären sammeln. Sieht schon krass aus. Man spürt die Kälte hier fast schon. Wisst ihr, was ich mich auch frage? Ja, die haben da ja im Norden ganz komische Zeitverhältnisse manchmal. Ja. Das ist ja manchmal so, dass du irgendwie 3 Monate lang Winter hast und dann 3 Monate lang Sonne und so. Nicht Sommer, sondern nur Sonne. Ohne die Wärme und alles. Die das hier im Spiel auch eingebaut haben. Ich meine, das wäre ein bisschen krass. Stell dir mal vor, 3 Monate des Spiels sind einfach so. In dieser grauen, dämmerigen... Alter! Aus dem Weg. Gib Acht, sonst holt dich der Fluch! Hier schwelt dunkler Seder! Ein Unheil vergiftet dieses Land! Na denn? Was ist das für eine Gefahr, vor der du warst? Erzähl doch mal. Irgendein Wesen, das du jagst? Meine Beute ist das schlimmste Tier von allen. Ein Hase, lass es ein Hase sein. Es vollbringt heimtückische Taten, zu denen kein gewöhnliches Tier fähig wäre. Also jagst du einen Menschen? Einen Zauberer. Einen, der sich einst Mensch nannte, aber der seinen Huger und sein ganzes Wesen mit dunklem Seder verdorben hat. Das klingt mir sehr nach einer persönlichen Fehde. Diese boshafte Spinne, die in dieser Hütte hockt, hat meine Schwester vergiftet. Allein dafür verdient er den Tod. Aber für dich ist vielleicht das Kopfgeld überzeugender, das König Harald auf alle Zauberer ausgesetzt hat. Geld kann überzeugen, wo Leidenschaft fehlt. Ich werde es gegen den Aufwand abwägen. Ja. Die Hütte des Zauberers findest du entlang dieses Weges auf der linken Seite. Sei vorsichtig. Da hängt noch ein Zettelchen. Warnung an Zauberer. Wisset, dass in diesem Land Seide einzig eine Sache der Seherinnen und anderer weiser Frauen zu sein hat. Sollte jemand männlichen Geschlechtes, sei er Mann oder Knabe, sich schuldig erweisen, dieses unmännliche Werk auszuführen, wird er sich mindestens der Verbannung und womöglich sogar dem Tod durch Entfernung seiner verbleibenden Männlichkeit stellen müssen. Harald, König von Westfold. Hier, oder? Hier lang geht's. Das ist jetzt die Hütte des Zaubers.
Das ist ein Schein, keine Hütte. Wahrscheinlich reite ich genau in die falsche Richtung. Entlang dieser Straße auf der linken Seite. Hm. Ich bin jetzt nicht unbedingt die Beste, was links und rechts angeht. Was siehst du da oben, Sühnen? Hier ist nix. Oh. Folgen jetzt einmal dieser Straße. Der linken Seite. Das wäre jetzt gerade seeseitig bei uns. Finden wir gleich raus. Abbruchkarte gucken. Ja, aber da waren wir doch jetzt schon. Entlang dieser Straße auf der linken Seite. Haben wir das als Quest bekommen? Nein. Na gut, die suchen anders mal. Reite ich jetzt dahin. Das könnte natürlich auch das Haus des Zauberers sein. Oder? Wenn ich mir so recht überlege.